Heute beim elektrischen Reporter ansteckende Filme, kurze Filme und Spielfilme. Ich habe sie erwartet. Virale Videos sind der Traum eines jeden Reklamemachers. Die Zielgruppe konsumiert die Werbebotschaften nicht nur, sondern übernimmt auch noch freiwillig und kostenlos deren Verbreitung. Zumindest theoretisch. In der Praxis ist das nicht immer ganz so einfach, wie unser erster Beitrag zeigt. Für Mustafas Gemüsekebab stehen die Leute schon mal 45 Minuten lang an. Der Kreuzberger Imbiss ist nicht nur bekannt für seinen vegetarischen Döner. Im Netz erlangte er Kultstatus durch einen nicht ganz ernst gemeinten Werbespot. Das Beste aus der Natur, das Beste für den Döner. Mustafas Gemüsekebab. Davor stehe ich mit meinem Namen. Viele fanden den Clip so gut, dass sie ihn auf Facebook oder Twitter teilten. So sahen ihn noch mehr Menschen. Die Werbeagentur Dojo hatte ihren ersten viralen Hit gelandet. Dafür braucht es kein großes Budget, meint Joachim Bosse, sondern einfach nur eine zündende Idee. Viralität ist ja eigentlich nichts anderes außer digitalisierte Mundpropaganda. Und was ist das Geheimnis von Mundpropaganda? Also wenn der Nachrichtenwert hoch genug ist, gut genug ist, wenn es so ist, dass du sagst, oh mein Gott, was ist da los? Das will ich jetzt unbedingt meinem guten Freund zeigen, dann das ist Viralität. Klassische Werbung findet im Internet wenig Beachtung. Bei viralen Videos aber schauen die Leute hin. Noch besser, sie erzählen ihren Freunden davon. Markus Hündgen ist Initiator des Deutschen Webvideopreises. Er beobachtet schon lange, wie die Werbebranche versucht, bei der YouTube-Generation anzukommen. Es klappt in den seltensten Fällen. Also von 1000 viral angedachten Videos würde ich jetzt mal mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass da vielleicht 5 oder 10 wirklich tatsächlich viral werden. Denn das gibt der Name viral ja schon her. Das ist etwas, was manchmal sehr ungeplant entsteht und dann auch ungeplant sich verbreitet, wie es halt ein Virus dann auch tut. Viele Unternehmen versuchen allerdings kräftig, dem Virus auf die Sprünge zu helfen. Spezialagenturen streuen die Videos dort, wo viele Menschen sie sehen. Für eine prominente Platzierung bei YouTube, in den sozialen Netzwerken oder auf Blogs bezahlen die Werber viel Geld. Teilweise deutlich mehr als für die Produktion der Videos. Ein echtes virales Video aber braucht einen ansteckenden Inhalt, den die Nutzer von sich aus teilen. Nur, wie sieht er aus? Rezepte gebe es viele, garantierte Erfolge nicht, sagt der Experte. Man kann an gewissen Rädchen drehen, um diese Verbreitung zu verstärken oder überhaupt erstmal loszutreten. Aber so eine Formel, deswegen geht's oder deswegen geht's nicht, gibt es nicht. Eine Formel für den Erfolg eines viralen Videos besitzt auch das US-amerikanische Unternehmen Unruly nicht. Aber es behauptet immerhin, den Erfolg einer Videokampagne vor dem Start vorhersagen zu können. Dazu hat es einen Algorithmus namens ShareRank entwickelt. Martin Dreger vom Hamburger Büro von Unruly ist von dem wissenschaftlichen Ansatz überzeugt. Mich haben in meiner Laufbahn sehr viele Kampagnen überrascht, ehrlich gesagt. Seitdem wir aber mit der Methodik arbeiten, die durch ShareRank Analytics unterstützt werden, muss ich gestehen, sind die Überraschungen zurückgegangen. Ich habe das Gefühl, es wird tatsächlich bestimmbar, was ein Inhalt nach hinten raus erreicht. Mit seinen Prognosen liegt Unruly nach eigenen Angaben zu 80% richtig. Zuvor werden Tests durchgeführt. Die Marktforscher wollen wissen, wie die Zuschauer auf das Kundenvideo reagieren. Dabei arbeitet Unruly mit Instrumenten, die Gehirnaktivitäten messen und mit einer Software, die Emotionen aus den Gesichtsbewegungen ablesen kann. Denn mit der Intensität der Gefühle, die ein Video auslöst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Zuschauer es teilt. So viel Aufwand für das bisschen Werbung? Es muss sich wohl lohnen. Zu den Kunden von Unruly gehören fast nur große Markenkonzerne mit teilweise gigantischen Budgets. Und dann gibt es kleine Agenturen wie Dojo, die einen ganz anderen Ansatz haben. Wir nennen das den kategorischen Imperativ der Werbung. Rede so mit den Leuten, wie du möchtest, dass sie mit dir reden. Und das ist oft bei Werbung nicht der Fall und Leute verstehen das. Und unsere Maxime ist, wenn wir das selber gut finden,
dann ist es vielleicht auch gut. Auf jeden Fall ist es dann besser, als wenn wir nur versuchen, Leute zu manipulieren. Und vielleicht hat es deswegen auch den Zuschauern so viel Spaß gemacht. In den sozialen Netzwerken teilen die Menschen heute 10-mal mehr kommerzielle Inhalte als noch vor 6 Jahren. Und trotzdem stellen auf YouTube immer noch Musik- und Katzenvideos jede Werbekampagne mühelos in den Schatten. Gut möglich, dass Mustafas Werbespot mit ein bisschen Marktforschung und mehr Marketingstrategie ein Millionenpublikum erreichen könnte. Aber das wollte keiner. Die Schlangen sind auch so schon lang genug. Wir bleiben beim Thema. Wie ein Start-up aus vielen kleinen Filmchen ein neues kleines Filmchen bastelt, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Lena Sönnigsen und ich verantworte die Pressearbeit bei Airbnb. Airbnb ist eine Plattform zur Vermittlung von Privatunterkünften. Das heißt, Gastgeber aus der ganzen Welt stellen ihren privaten Wohnraum, den sie im Moment nicht brauchen, bei uns ein. Und Gäste können diesen Wohnraum eben über Airbnb buchen. Wir hatten mit Hollywood & Vines eine Kampagne gestartet, wo es darum ging, in 6-sekündigen Vine-Mini-Videofilmchen eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, indem wir unsere User dazu aufrufen, nach einzelnen Regieanweisungen diese kleinen Videos einzureichen. Das heißt, wir haben ein Storyboard, eine Geschichte festgelegt und haben die dann in ganz viele kleine Regieanweisungen aufgeteilt, die wir über mehrere Tage einmal die Stunde per Twitter verbreitet haben. Und dann konnten unsere User entsprechende Videos drehen und mit einem bestimmten Hashtag versehen an uns zurückschicken. Wir mussten natürlich so ein bisschen überlegen, was ist einfach umzusetzen und trotzdem nah genug an dem, wofür Airbnb auch steht. Es geht also um die positive Wandlungskraft einer Reise und das beispielhaft an einem Papierflugzeug dargestellt. Also wir hatten 750 Einsendungen, davon waren wir sehr positiv überrascht. Total global, 150 Länder konnten wir registrieren in den Seitenzugriffen und in den fertigen Filmen haben es dann tatsächlich Einreichungen aus 9 Nationen geschafft. Darunter waren Länder wie Hongkong, Korea, Kuwait, die USA, Finnland. Wir haben einfach geguckt, was sind die kreativsten Einreichungen, die schönsten Bilder. Auch natürlich so ein bisschen auf Unterschiede geguckt, was ist besonders kreativ geworden und haben versucht, all das dann eben analog zum Storyboard in den fertigen Film aufzunehmen. Ich finde daran besonders bemerkenswert, dass es uns eigentlich gelungen ist, mit ganz wenig Aufwand, sowohl finanziell gesehen als auch was die Zeit anging, ein so tolles Ergebnis zu erzielen. Und ich glaube, dass man braucht gar nicht den riesengroßen Aufwand, um ein ganz tolles Endergebnis zu erzielen, wenn man es schafft, viele Menschen hinter einer Sache zu versammeln. Wir bleiben bei bewegten Bildern. Eine erstaunlich große Anzahl Menschen schaut gerne anderen Menschen beim Spielen von Computerspielen zu. Mittlerweile hat sich daraus eine ganz eigene Kultur entwickelt, wie unser nächster Beitrag zeigt. Anderen beim Computerspielen zuschauen? Es gibt nichts Langweiligeres. Das ist Konsens. Nein, das war Konsens. Bis vor einiger Zeit sogenannte Let's Play-Videos das Netz eroberten. Das sind Videos, in denen irgendjemand ein Spiel spielt und dabei das Ganze kommentiert. Haben wir wieder ein... Ach, eine Spinne haben wir hier. Mal gucken, was passiert. Let's Play nennen sich diese Spielfilme. Und längst hat die Szene ihre eigenen Stars hervorgebracht. Erik Range und Valentin Ramel zum Beispiel, besser bekannt als Gronkh und Sarah Saar. Ihre Let's Play-Videos werden bei YouTube inzwischen millionenfach angeklickt und angesehen. Sie spielen, was ihnen Spaß macht. Vom Action-Adventure The Walking Dead über Retro-Games wie Day of the Tentacle bis hin zur sogenannten Open-World-Simulation Minecraft. Ich denke, am Anfang waren das einfach die Computerspiele, dass wir einfach zocken wollten. Wir wollten eigentlich Berichterstattung im Videobereich machen, was mit einem Test ziemlich komplex wäre. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir spielen das Spiel einfach so an und kommentieren das Ganze. Und hier ist ja genug Zeug wäre da, um die Treppe zu bauen. Der Zuschauer erlebt das Spiel im Video genau aus der gleichen Perspektive, aus der er es auch zu Hause am eigenen PC sehen würde.
Nur, dass er es eben nicht selbst spielt. Ist jetzt erstmal, oh, das sieht sehr stabil aus. Oh, es sieht sehr stabil aus. Warum ist dieses simple Konzept so erfolgreich? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Teil der Zuschauer möchte neue Games kennenlernen und sich vor dem Kauf einen ersten Eindruck machen. Andere erhoffen sich Tricks und Kniffe für ein bestimmtes Game. Aber für sehr viele Fans ist das Let's Play-Video selbst die Hauptsache. Das Computerzeitalter hat sein erstes eigenes Filmgenre hervorgebracht. Ich finde den Kampf hier schwerer als gegen Ganon. Range und Ramel kann man heute durchaus als Chefunterhalter der deutschen Let's Play-Szene bezeichnen. Inzwischen haben sie so viele Fans, dass sie von ihren Videos leben können. Über das YouTube-Partnerprogramm werden sie für jeden Klick an den Werbeeinnahmen der Plattform beteiligt. Neben der Produktion der Videos fließt viel Zeit in die Kommunikation mit den Fans. Die meiste Zeit geht eigentlich tatsächlich für Community-Pflege drauf, wie man es so schön nennt. Du musst ja sehen, dass das Menschen sind, die deine Videos gucken, denen die etwas bedeuten, denen du vielleicht auch etwas bedeutest. Und das Gleiche gilt aber auch umgekehrt. Die Spieleindustrie verfolgt das Geschehen aufmerksam. Nintendo hat kürzlich gleich mehrere Kanalbetreiber darüber informiert, dass sie durch den Upload von Szenen aus Nintendo Games Urheberrechtsverletzungen begehen. Doch die Japaner wollten die Videos nicht etwa löschen lassen. Sie wollten viel mehr mitverdienen. YouTube überweist ihnen nun einen Teil der Einnahmen. Auf Kosten der Let's Player. Die ärgern sich über Nintendos Vorgehensweise und argumentieren, dass nicht das Spiel, sondern das subjektive Spielerlebnis im Vordergrund stehe und ihre Videos eigenständige Schöpfungen seien. Andere Hersteller tolerieren nicht nur etwaige Urheberrechtsverletzungen, sondern umwerben die Spielfilmer sogar aktiv. Ja, wir fördern die Let's Player insbesondere damit, indem wir ihnen exklusiven Content zur Verfügung stellen. Wir bringen sie also in unsere Studios quer über die Welt oder wir bringen die Entwickler zu ihnen und übernehmen dann die entsprechenden Ausgaben, sei es Reisekosten, Hotelkosten, holen sie halt zu uns ins Office in die entsprechenden Entwicklerstudios. Auf der anderen Seite versprechen wir uns natürlich davon, dass sie dieses Material nutzen, um wirklich exklusive Coverage nach draußen zu bringen an ihr Publikum, das eben sehr, sehr breit aufgestellt ist. Eine Entwicklung, bei der die Let's Player aufpassen müssen, dass sie sich nicht von der Industrie vereinnahmen lassen. Denn Werbefilme möchte sich niemand anschauen. Das Publikum legt Wert auf die Authentizität. Für den Medienwissenschaftler Jörg Müller-Lietzko sogar der entscheidende Faktor. Wenn der Spieler tatsächlich in die passive Rolle schlüpft, ein Video sich anzuschauen, denn es sind eben die Spieler, die sich normalerweise Let's Plays anschauen, dann ist es ihm wichtig, tatsächlich, dass es authentisch ist, dass der, der es gespielt hat, aus derselben Gemeinschaft kommt. Wenn es professionelles Marketing ist, fällt es schnell auf und der Spieler wird abschalten. Die Zukunft der Let's Play-Videos wird also stark davon abhängen, ob und wie weit sich die Let's Player von der Industrie vereinnahmen lassen. Und ob das Spiel gut ausgeht, liegt wie immer in den Händen der Spieler. Manchmal ist mir, als hätte man uns in einen Film gesperrt. Wir kennen unseren Text, wir wissen, wo wir gehen und stehen sollen, aber wir kommen nicht mehr raus. Und es ist ein schlechter Film. Charles Bukowski. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.